Hi und herzlich willkommen bei meinem nächsten Vlog. In diesem Vlog soll es um meinen Urlaub in der Türkei gehen und wie ich mich dabei fühle. Ich habe auch schon letztes Jahr in der Türkei bemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich in der Türkei bin. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an der Atmosphäre liegt oder generell daran liegt, dass ich hier irgendwie weniger Stress habe und weniger Reize mich überfordern. Auf jeden Fall habe ich hier viel seltener sensorische Reizüberlastungen und das kommt mir persönlich sehr gelegen. Was habe ich jetzt vor? Also ich dokumentiere jetzt die Tage, in denen ich mich in der Türkei befinde, sozusagen jeden einzelnen Tag. Bis jetzt habe ich, seit ich in der Türkei bin, keinen einzigen Overload gehabt, was schon mal extrem geil ist, weil ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr seit eurer Kindheit unter einem Overload, Schrägstrich Meltdown und Shutdown leidet. Es erschöpft einen Menschen leider ziemlich sehr. Es macht mich jedenfalls, also es hat mich immer jedenfalls sehr oft fertig gemacht. Vor allem, weil ich halt nie wusste, was es wirklich war, was die Ursache war und was er was die Krankheit dahinter ist, bis ich jetzt darauf gekommen bin, mit Hilfe von meiner Psychotherapeutin meiner autistischen Freundin, die da auch autistische Züge an mir gemerkt hat, dass das halt was damit zu tun haben muss. Ich denke, das ist bei jedem sehr individuell, also einige können im Urlaub öfter solche Overloads bekommen und andere weniger. Ich glaube generell kann man das nicht in eine Schublade stecken. Also manche bekommen, glaube ich, Overloads fast jeden Tag ohne Unterbrechung. Bei mir pendelt sich das ein zwischen mehrmals hintereinander, also mehrere Tage hintereinander, dann eine Woche oder zwei Wochen Pause. Und dann geht es auch wieder los. Also es ist immer so gewesen, dass ich immer, egal wie lange ich Pause hatte, wieder zurück in einen Overload gefunden habe. Ich weiß, dass es auch jetzt so der Fall sein wird, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich in der Türkei befinde und also einfach diesen Urlaub habe, tritt das weniger auf. Also jedenfalls habe ich so den Eindruck bekommen. Was könnte ich noch hinzufügen? Also ich werde jetzt die Tage, also wir werden natürlich jetzt nicht wirklich viele Tage, wo wir bummeln waren zum Beispiel, also einkaufen oder spazieren. Also ich bin zwar öfter rausgegangen, aber eher in der Nähe von der Wohnung, in der ich mich befinde. Aber es gibt ja sehr viele Einkaufszentren, vor allem das Kayseri Forum. Also ich bin in Kayseri. Da sind ja auch wesentlich viel mehr Menschen und das ist halt ein Einkaufszentrum und meistens kriege ich auch Overloads in Einkaufszentren. Das war in der Regel immer so. Ja. Ich werde da definitiv weiter das halt beobachten. Es kann sein, dass ich weiter erstmal Ruhe haben werde vor meinen Symptomen, die mich jedes Mal geplagt haben. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, ehrlich gesagt. Also ich habe halt Angst davor. Also ich habe jedes Mal, vor allem wenn es Pausen gibt, habe ich Angst davor, dass ich wieder in diese Symptome fallen werde, weil ich weiß, dass es passiert. Es ist schon
wie soll ich das erklären? Also ich habe die Symptome, habe ich seit ich seit ich ein kleiner Furz bin. Also seit ich 5, 6 Jahre alt bin und mir ging es da halt immer miserabel. Und also ich bin jedenfalls zufrieden und erleichtert, dass das anscheinend doch die Türkei sein muss, die mich da so ein bisschen entlastet. Ja, genau, das kann man sagen. Dementsprechend werde ich auch weiterhin das in Beobachtung halten. Ich weiß, ich werde nicht so große Hoffnungen haben, dass das ganz weggehen wird, weil Autismus an sich ist ja eine Entwicklungsstörung und an sich, soweit ich weiß, nicht heilbar. Es sei denn, ich habe keinen Autismus, was aber eigentlich schon sehr wahrscheinlich ist, dass ich es habe. Würde mich wundern, also deswegen will ich ja die vollständige Diagnostik machen bei der APP Köln. Ich müsste auf jeden Fall mir nochmal eintragen, dass ich am 1. Juli bei der APP Köln anrufe für die Warteliste, für die Diagnostik, damit ich auch wirklich Gewissheit habe, dass ich Autist bin. Das wird natürlich schwierig, also ich muss da mal wahrscheinlich jemanden fragen, der für mich dort anruft und für mich einen Termin vereinbart, weil ich bin am 1. Juni bin ich immer noch in der Türkei, also ich bin bis zum 15. Juli bin ich in der Türkei und es ist besser, wenn ich früher desto möglich halt dort anrufe und in die Warteliste komme, weil ich vermeiden will, dass die Warteliste wieder voll wird und ich dann auf das nächste Quartal warten muss, um im übernächsten Quartal einen Termin zu bekommen. Also wünsche mir Glück. Ich werde mein Bestes geben, endlich mehr den Druck, der in mir lastet, abzubauen. Sei es Gewissheit zu bekommen, was ich habe und dadurch, dass ich schon öfter halt wirklich, ich rede halt immer wieder über dasselbe Thema, muss ich sagen, auch das ist, wie ich gelesen habe, ein Symptom von Autismus, dass man repetitives Verhaltensmuster aufweist, dass man über verschiedene Themen mehrmals redet und nur über bestimmte Themen besessen ist und dass das andere schon nervt. Falls es euch nervt, es tut mir leider Gottes leid. Ich mache das wirklich nicht absichtlich. Ich will einfach nur endlich Gewissheit haben, weil es macht mich halt, also ich weiß, es ist für Nicht-Autisten nicht verständlich, aber es macht mich halt wirklich seit Jahren fertig, nicht zu wissen, was ich habe. Dementsprechend, ich werde da weiter nachhaken. Ich habe mich schon mehrmals wiederholt, das tut mir wirklich leid. Wir sind jetzt auch schon bei 9 Minuten angelangt. Bevor ich es vergesse, also wenn euch das Video gefallen hat und ihr es informativ fandet, und gerne mehr von mir sehen möchtet, dürft ihr mich gerne abonnieren und das Video bewerten, ob ein Like oder Dislike. Das ist vollkommen euch überlassen. Mir ist es nicht so wichtig, Hauptsache ihr bewertet das Video, damit ich sehen kann, leiste ich gute Arbeit oder nicht. Sollte ich gute Arbeit leisten und nicht erwartend das Video viele Likes bekommen, werde ich dann halt auch wissen, dass ich alles, was ich mache, wenigstens nicht umsonst ist.
Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, wir haben derzeit 23.33 Uhr in der Türkei, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Adios.